Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. Mit diesem Wort für die kommende Woche begrüße ich Sie herzlich zu diesem Gottesdienst, in dem es um eine der schönsten Freundschaftsgeschichten der Bibel geht. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Für die musikalische Unterstützung bedanke ich mich herzlich bei Christa und Johann Rover mit Saskia und Martin. Gott segne unser Singen, Hören und Beten. Die Sammlung der Psalmen ist seit Jahrtausenden das Gebet- und Gesangbuch Israels, wie der christlichen Kirchen. Wir beten mit Worten aus dem 31. Psalm. Gott, wem soll ich vertrauen? Auf wen meine Hoffnung setzen? Wer soll mich retten aus meiner Not? Und wer wird mir helfen aus meiner Angst? Neige dich zu mir herab, hilf mir aus meinen Schwierigkeiten, sei mir ein starker Fels, damit ich wieder festen Boden unter den Füßen finde. Sei mir eine feste Burg, in der ich Zuflucht finde vor allem, was mich niederdrückt. Auf dich will ich vertrauen, und lass mich nicht zugrunde gehen. Errette mich aus meinen Tiefen und hilf mir mit deiner gerechten Kraft. Du machst mich stark, wenn ich schwach bin. Du erfüllst mich mit deinem Geist, wenn ich mich in meiner Leere verliere. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr. Du treuer Gott. Lasst uns beten. Gott, Mutter und Vater allen Lebens, komm uns nahe. Schau auf unsere Freude und unsere Not. Halte uns, stärke uns und leite unsere Wege. Führe uns aufeinander zu. Festige bestehende Beziehungen und Freundschaften und mach uns offen auch für neue Begegnungen. Lass uns erfahren, dass wenn wir lieben und vertrauen, immer auch deine Liebe unter uns lebendig ist. Amen. Wir hören auf die Worte aus dem Prophetenbuch Jeremia. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Musik.
die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine der schönsten Freundschaftsgeschichten der Bibel beginnt so. Eine israelitische Familie verlässt wegen einer Hungersnot ihre Heimat und zieht ins Nachbarland Moab. Es sind Naomi und ihr Mann, Elimelech und ihre beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie müssen in der Fremde Fuß fassen. Einfach ist das nicht. Das wissen alle, die dieses Schicksal teilen, wenn heutzutage auch aus anderen Gründen. Die Integration gelingt. Die Familie wird in Moab heimisch. Die Söhne heiraten sogar Moabiterinnen. Und solche Ehen mit ausländischen Frauen, also in den Augen der Israeliten heidnischen Frauen, war eigentlich nicht gern gesehen. Aber diese Ehen sind schon ein Hinweis, dass es hier um besondere Beziehungen geht. Einige Jahre geht alles gut. Dann aber stirbt Naomis Mann und später auch die beiden Söhne. Nun, Naomi und ihre Schwiegertöchter Orpa und Ruth stehen allein da. Und das ist eine soziale Katastrophe. Ohne Männer sind die Frauen mittellos und hilflos und schutzlos. Als Naomi erfährt, dass es in Israel wieder genug zu essen gibt, entscheidet sie sich, in die Heimat zurückzukehren. In ihrem Alter ist das ein Wagnis. Wie wird es mir ergehen in der Heimat, in der alten Heimat, wird sie sich gefragt haben. Da hat sich ja im Laufe der Jahre vieles verändert. Wie wird mein neues Leben aussehen? Diese Fragen sind zeitlos. Und alle, die im Augenblick vielleicht Südafrika verlassen und nach Deutschland zurückkehren oder in andere Heimatländer, werden sich ähnliche Fragen stellen. Naomi hat sich entschieden. Sie geht. Sie hofft, in der Heimat wieder ein Auskommen zu finden. Und als Witwe auch Schutz bei ihren Glaubensgenossen. Ihre beiden Schwiegertöchter beschließen, mit ihr zu ziehen. Und unterwegs kommt es nun zu einer eindrucksvollen Szene. Naomi bittet Orpa und Ruth eindringlich, wieder zurückzukehren. Sie sorgt sich um die noch jungen Frauen und deren Zukunft. Naomi ist überzeugt, dass es für beide eigentlich besser wäre, wieder zu ihren Familien zurückzukehren, einfacher im eigenen Land wieder einen Mann zu finden und eine Familie zu gründen. Geht zurück zu eurer Mutter, sagt sie. Und dann, es klingt fast wie ein Segen, Gott möge es gut mit euch meinen. Er möge euch wie in der Vergangenheit helfen und geben, dass ihr wieder Ruhe in eurem Leben findet. Daraufhin küsst Naomi die Frauen, die ihr so ans Herz gewachsen sind. Es ist ein inniger Augenblick. Die Schwiegertöchter versichern ihr unter Tränen, dass sie an ihrem Plan festhalten und Naomi begleiten wollen. Denn auch sie sorgen sich um Naomi. Woher kommt eigentlich diese tiefe Verbundenheit? Die Frauen sind doch so verschieden. Das ist einmal der Altersunterschied, aber das sind auch die unterschiedlichen Prägungen durch Herkunft, Kultur und auch Religion. Eine enge Beziehung braucht zwei weite Herzen, sagt man. Eine enge Beziehung braucht zwei weite Herzen. So muss es gewesen sein. Sonst wäre es gar nicht dazu gekommen, dass Machlon und Kilion moabitische Frauen geheiratet haben. Es wird viele Momente und Situationen gegeben haben, in denen die so unterschiedlichen Frauen aufeinander zugegangen sind, aufeinander hörten, sich einander anvertrauten. Und ich stelle mir vor, wie Naomi, Ruth und Orpa zu Gefährtinnen im Alltag geworden sind, wie sie zusammen gelacht haben, gearbeitet, gekocht, getanzt, gesungen, wie sie sich Geschichten erzählt haben, wie sie Pläne schmiedeten, ja, vielleicht auch sich stritten und dann wieder versöhnten. Ich sehe sie vor mir, wie sie um ihre Männer geweint haben, wie sie wortlos nebeneinander sitzen, mitleiden,
sich versuchen zu trösten. Solche oder ähnliche Erfahrungen sind es, aus denen wie aus einem Wurzelwerk im Laufe der Jahre tiefe Zuneigung wachsen. Und damit eigentlich alles, was bis heute Freundschaft und tiefe Verbundenheit zwischen Menschen ausmacht und Menschen trägt, oft über Jahre hinaus. Die Gewissheit, sich aufeinander verlassen zu können, ehrlich sein zu können und einander Halt zu finden. Vor allem auch in unsicheren Zeiten und turbulenten Zeiten. Das zeigt nun auch die weitere Geschichte der Frauen. Mutig und tapfer versuchen die drei Frauen, mit der neuen, unerwarteten und schwierigen Situation zurechtzukommen. Wir hören, wie sie ihre Gefühle zeigen, mit ihren Gefühlen ringen. Ihre Liebe zueinander macht sie stark, auch für Entscheidungen, die wehtun. Denn Naomi spricht ein zweites Mal eindringlich auf die beiden ein. Sie möchte ihnen ersparen, mit ihr ein bitteres Schicksal zu teilen. Orpah geht zurück. Ein trauriger Abschied. Wiederum verbunden mit innigen Gesten. Aber da ist kein Groll, keine Enttäuschung. Es ist ein Loslassen in Liebe und Vertrauen. Und sicherlich wird die emotionale Nähe bleiben. So wie auch bei uns, wenn wir uns manchmal von liebgewordenen Weggefährtinnen trennen müssen. Ihnen von Herzen Gutes wünschen und sie in Gedanken begleiten. Ruth aber lässt nicht von ihrem Vorhaben ab und sagt zu Naomi, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird dich und mich scheiden. Das ist ein Treueversprechen. Und nicht ohne Grund wurden diese Worte zu einem beliebten Trauspruch für Ehepaare. Es ist ein doppeltes Bekenntnis. Und das macht es so stark. Ruth bekennt sich darin zur Naomi, zu der Frau, die sie liebgewonnen hat. Und sie bekennt sich zu Naomis Gott, der auch zu ihrem Gott geworden ist. Beiden, Mensch und Gott, möchte sie treu bleiben. Und dieses Treueversprechen wird zu einem weiteren roten Faden ihres Zusammenlebens. Für die Moabiterin hat sich mit der Zeit eine Beziehung zu Naomi und zu deren Gott entwickelt. Und womöglich gab es dabei dieselben kleinen Anfänge wie damals bei ihrer Freundschaft. Die Offenheit und das Hören und das weite Herz. Vielleicht hat Naomi Ruth die Glaubensgeschichten ihrer Vorfahren erzählt, wie Gott sein Volk aus Ägypten und durch die Wüste geführt hat, ihm Lebensregeln für ein friedliches und gelingendes Miteinander gab und ihnen dann nach Wochen des Unterwegsseins wieder einen neuen Lebensraum schenkte. Vielleicht konnten sich beide Frauen unabhängig von ihrem Alter, von ihrer Herkunft, in diesen Geschichten wiederfinden und das, was damals geschah, auch auf ihre Lebenssituation beziehen. Vielleicht ist eben so Hoffnung gewachsen, dass dieser Gott immer noch ein Gott ist, der sich ganz gewöhnlichen Menschen annimmt, ihr Leid sieht und sich um sie kümmert. Eine Ahnung und ein Vertrauen, dass Gottes Liebe sich nicht nur auf einzelne, auserwählte Gruppen bezieht, sondern viel weiter geht, als Menschen es sich vorstellen können. Wir können uns auch denken, dass Ruth Naomi beten gesehen hat oder alte Glaubenslieder gesungen hat und dass sie ihr abgespürt hat, dass sie darin Halt fand. Und dann, irgendwann, hat Ruth selbst einen kleinen Anfang gewagt, mit dem Gott, der ihr zunächst fremd war. Und aus den kleinen Anfängen, aus den kleinen Wurzeln, wurde dann mehr. Eine tiefe Verbundenheit. Genaues ist uns leider nicht überliefert. Was wir wissen ist,
dass Naomi und Ruth zwei außergewöhnliche und starke Frauen waren, die einander und Gott die Treue hielten und dass ihnen daraus Kraft erwuchs. Ihre Geschichte lässt mich nachdenken über die Offenheit, mit der wir einander begegnen, die Brücken, die wir füreinander und miteinander bauen und begehen und danach fragen, wie wir unsere Freundschaften pflegen. Ihre Geschichte erinnert mich daran, dass Freundschaft immer ein Geschenk ist. Und sie macht mich dankbar für meine Weggefährtinnen, die ich habe, auch über die Landesgrenzen hinaus. Dankbar auch Gott gegenüber, denn vielleicht hat er mich ja absichtlich mit diesen Menschen verbunden. Mit Menschen, die mir geben, was ich vor allem in meinen Lebensunsicherheiten und auf dem Weg in die Zukunft brauche. Ihre Nähe, ihr Verstehen und oft genug auch etwas von ihrem Gottvertrauen. Unsere Wege im neuen Jahr 2021 sind offen, ungespurt. Wir betreten Neuland mit Hoffnungen und auch mit Ängsten. Naomi und Ruth regen uns an, achtsamer zu werden für unsere Beziehungen und Freundschaften, für die tiefen und bestehenden und die, die sich vielleicht anbahnen und wachsen, vielleicht sogar zu Menschen, die uns erstmal völlig fremd sind. Und darüber hinaus auch achtsamer für die Menschen, die sich allein fühlen, die vielleicht Weggefährten verloren haben und trauern und die sich wieder nach Nähe sehnen. Achtsamer auch Gott gegenüber, seinem Wort, seinen Versprechen, seinen Mitwirken, seinen Geboten. Liebe Gemeinde, die Geschichte von Naomi und Ruth ist nur eine von vielen Freundschaftsgeschichten in der Bibel. Es gibt noch andere, die von Jonathan und David, von Hiob und seinen Freunden und dazu natürlich auch die Geschichten von Jesus und seinen engsten Gefährten, sogar seinen Lieblingsmenschen. Sie zeigen uns, was in und durch das Leben und alle Widerstände und Herausforderungen trägt. Menschliche Nähe und Verbundenheit und Beziehung und Vertrauen in einen mitgehenden Gott. Die Geschichte von Naomi und Ruth geht gut aus. Sie können sie auch zu Hause noch einmal nachlesen. In Bethlehem finden die Frauen, was sie suchten. Heimat, Auskommen, Schutz und wieder Menschen, die sie lieben und die ihren Glauben teilen. Ruth wird ein neues Glück und ein Sohn geschenkt. Er wird ein Vorfahre von König David sein. Und so wird auch Ruth, die moabitische Frau, später sogar im Stammbaum Jesu erwähnt. Wie gut aber, dass nicht nur ihr Name überliefert ist, sondern ihre Geschichte, die von Generation zu Generation bis heute weitererzählt wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir danken dir für Menschen, die uns auf unserem Lebensweg begleitet haben. Für ein kurzes Stück oder eine längere Strecke. Für all die, auf die wir uns verlassen können, die uns halten und ermutigen. Wir danken dir für alle, mit denen wir im Glauben verbunden sind, auch über die Landesgrenzen hinaus. Hilf uns, liebevolle und loyale Freunde und Freundinnen zu sein, gerade auch in unsicheren Zeiten. Zeig uns, wie wir füreinander da sein können, Alltagsfreuden und Sorgen und auch unseren Glauben teilen können. Lass uns achtsam sein für Zeichen beginnender Freundschaften. Ermutige uns, Beziehungen zu wagen und zu gestalten, auch unabhängig von Alter und Herkunft. Steh allen bei, die sich nach Wegbegleitern sehen und denen, die es im Augenblick schwer haben und Leid tragen. Sende ihnen Menschen, die sie verstehen und trösten. Lass durch menschliche Nähe deine Liebe und Treue spürbar werden. Hilf uns, an dir festzuhalten und lass uns zuversichtlich nach vorne schauen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geh in deine Tage mit Hoffnung und Zuversicht und dem guten Segen deines Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.